Sehr geehrter, lieber Mario Vogt, sehr geehrte Frau Landrätin, liebe Christiane Schmidt-Rose, Herr Landrat, lieber Christian Herrgott, liebe Marion Walzmann, Christine Lieberknecht, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlichen Dank für das freundliche Willkommen hier in dieser 137 Jahre alten Brauerei zum 31. Aschermittwoch der Thüringer CDU. Schön, dass Sie alle in so großer Zahl heute Abend hier sind. Ich danke Ihnen, dass Sie mich zum zweiten Mal eingeladen haben. Als ich vor 4 Jahren das erste Mal hier war, hätte ich mir nicht vorstellen können, heute, am 14. Februar 2024, noch einmal hier zu sein, als Parteivorsitzender der CDU hier zu sein, als Oppositionsführer im Deutschen Bundestag hier zu sein. Und ich hätte mir vor allem nicht vorstellen können, dass wir eine solche Regierung in Berlin haben. Es war jenseits meiner Vorstellungskraft. Aber so ist es nun einmal. Wir haben die Bundestagswahl 2021 verloren. Wir haben sie nicht verloren, weil die anderen so gut waren, sondern wir haben sie verloren, weil wir nicht mehr gut genug waren. Und liebe Freundinnen und Freunde, nach dieser Bundestagswahl haben wir uns auf einen neuen Weg gemacht. Wir haben die CDU neu aufgestellt. Wir haben die Bundestagsfraktion oppositionsfähig gemacht. 4 von 5 meiner Kolleginnen und Kollegen in der Bundestagsfraktion waren vorher noch nie in der Opposition. Wir mussten arbeitsfähig werden als Oppositionsfraktion. Und das ist uns ganz gut gelungen. Aber Opposition zu sein allein, das reicht nicht. Wenn wir wieder regierungsfähig werden wollen, dann mussten wir uns in der CDU an die Arbeit machen. Und mussten dafür sorgen, dass die CDU wieder fit wird, wieder besser wird. Und lassen Sie mich das einfach einmal so sagen. Sie schauen ja hier an die Wand hinter uns. Wir haben auch unseren Außenauftritt verändert. Ein helles, fröhliches Blau, ein strahlendes Weiß. Und was noch viel wichtiger ist, das Rot ist verschwunden. Wir sind wieder schwarz, meine Damen und Herren. Da steht es. Die CDU kommt wieder zurück zu dem, was sie stark gemacht hat. Wir korrigieren auch unsere Politik. Wir wissen, dass wir Fehler gemacht haben in den letzten Jahren in der Regierung. Aber darf ich das auch mal dazu sagen? Da ist nicht alles nur schlecht gewesen. Da war manches gut und richtig und manche Krise auch zu bewältigen. Aber ja, richtig und richtig ist auch und bleibt, wir hätten besser sein müssen. Der Ausstieg aus der Kernenergie war, wie wir jedenfalls heute wissen, ein schwerer Fehler. Der Ausstieg aus der Wehrpflicht war, wie wir heute wissen, ein schwerer Fehler. Aber wir sind bereit, diese Fehler heute auch zu korrigieren. Und deswegen möchte ich dir, lieber Mario, von dieser Stelle aus einmal in deinem Landesverband, nicht zur Landespolitik, sondern zur Bundespolitik, ein herzliches Wort des Dankes sagen. Du bist bereit gewesen, in unserer Grundsatzprogrammkommission den stellvertretenden Vorsitz zu übernehmen. Wir haben an diesem neuen Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands 2 Jahre hart gearbeitet. Und da findet das meiste hinter verschlossenen Türen und in langen Diskussionen statt. Und eine der prägenden Personen in diesem Prozess war Mario Vogt. Und lieber Mario, ganz herzlichen Dank dafür. Dieses Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands, das wir am 7. und 8. Mai
in Berlin verabschieden werden, trägt auch ganz wesentlich deine Handschrift. Und du kannst stolz sein auf deine Arbeit, du kannst stolz sein auf deinen Landesverband, der daran mitgewirkt hat. Und ich möchte mich an dieser Stelle wirklich persönlich bei dir für diesen großartigen Einsatz bedanken. Du hast bundespolitisch einen wichtigen Beitrag geleistet für die Erneuerung der CDU Deutschlands. Herzlichen Dank dafür, dass du das getan hast. Und meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben in den letzten 2 Jahren ja auch gezeigt, dass wir wieder gewinnen können. Wir haben in 4 von 6 Landtagswahlen gewonnen und stellen den Ministerpräsidenten. Wir gewinnen Kommunalwahlen. Wir gewinnen Oberbürgermeisterwahlen. Wir gewinnen Landratswahlen. Und lassen Sie mich das an dieser Stelle sagen, dass es hier gelungen ist, mit Christian Herrgott, dem Generalsekretär der CDU Thüringen, im Saale-Orla-Kreis die Stichwahl um den Landrat zu gewinnen, zeigt, die CDU kann gewinnen, die CDU will gewinnen und die CDU wird gewinnen, wenn sie zusammenhält, wenn sie stark genug ist und wenn sie die richtigen Kandidatinnen und Kandidaten aufstellt. Und das wird die Auseinandersetzung in diesem Jahr hier in Thüringen sein. Es wird Kommunalwahlen geben am 26. Mai. Es wird eine Europawahl geben am 9. Juni. Und es wird die Landtagswahl geben am 1. September. Und lieber Mario, auch dazu meine vollkommen uneingeschränkte Unterstützung, die volle Zusage der Bundespartei. Wir werden dich zusammen mit Michael Kretschmer im Nachbarland Sachsen, dann auch mit Jan Redmann in Brandenburg. Wir werden diese 3 ostdeutschen Landesverbände mit aller Kraft unterstützen, damit ihr 3 diejenigen seid, die die jeweils stärksten Wahlergebnisse, die besten Wahlergebnisse für die CDU in Thüringen, für die CDU in Sachsen und dann für die CDU in Brandenburg bekommt. Und ich füge eines hinzu, hier in diesem Land, Thüringen, wird es also eine Auseinandersetzung geben, die es in keinem anderen Land sonst in Deutschland gibt. Es wird die Auseinandersetzung sein zwischen der AfD und ihrem Spitzenkandidaten und dem Spitzenkandidaten der CDU, Mario Vogt. Diese Wahl wird nicht stattfinden mit irgendjemandem da, der jetzt Ministerpräsidenten ist, sondern diese Wahl wird stattfinden zwischen Mario Vogt und einem Herrn Höcke. Und wir werden hier alles tun, damit Mario Vogt auf Platz 1 liegt in Thüringen. Denn nicht nur Deutschland, nicht nur Thüringen, ganz Europa schaut an diesem 1. September hier auf dieses Land. Es ist genau so, wie einige Zeitungen es geschrieben haben. Wir haben die CDU Deutschlands, wir haben unsere Strategie über den Jahreswechsel im Umgang mit der AfD korrigiert. Bis dahin waren viele von uns der Meinung, dass mit Ignorieren und Kleinreden irgendwann das Problem wieder verschwindet. Spätestens seit dem 7. Oktober, spätestens seit dem Tag, an dem in Israel Hamas-Terroristen Hunderte, ja 1300 Menschen getötet haben und hier in Deutschland lauwarme, tagelang später lauwarme Erklärungen und Versuche kamen, es irgendwo einzuordnen seitens der AfD, war klar. Dies ist eine Partei, die steht nicht für die Alternative für Deutschland, sondern diese Partei steht für den Abstieg von Deutschland. Nicht für den wirtschaftlichen Abstieg allein, sondern vor allem für den moralischen Abstieg für Deutschland. Und ich sage Ihnen das hier als Parteivorsitzender der Christlich-Demokratischen Union. Diese Partei, deren erst 10. Vorsitzender ich in 75 Jahren Parteigeschichte bin, diese Partei hat ein ganz besonderes Erbe von Konrad Adenauer bis heute zu tragen. Und das lautet,
Wir werden es nie wieder zulassen, dass Nationalismus und Chauvinismus und Antisemitismus in diesem Land salonfähig werden. Dafür steht ganz besonders die CDU. Diese Leute, die sich Alternative für Deutschland nennen, haben spätestens nach dem 7. Oktober ihr wahres Gesicht gezeigt. Und an der Stelle werden wir sie jetzt stellen. Und ich bin sehr einverstanden, ich freue mich darüber, dass Mario Vogt gesagt hat, die Auseinandersetzung in Thüringen findet nicht statt zwischen dem Ministerpräsidenten und mir als dem Oppositionsführer, sondern diese Auseinandersetzung in Thüringen findet statt zwischen Mario Vogt und Herrn Höcke von der AfD. Da gehört sie hin. Und ich lade alle anderen Parteien in Thüringen dazu ein, hier klar und eindeutig an der Seite der demokratischen Parteien zu stehen, hier klar und eindeutig diesen Wahlkampf auch zu unterstützen, insbesondere diejenigen, die kaum eine Chance haben, irgendeine landespolitische Rolle nach dieser Landtagswahl noch zu spielen. Das gilt ganz besonders für die FDP, das kann aber auch für die SPD gelten. Meine Damen und Herren, da findet die Auseinandersetzung jetzt statt. Und ich habe eine herzliche Bitte an Sie alle. Ich weiß, dass der eine oder andere vielleicht mit dem Gedanken spielen mag, ob man nicht mal so eine Wahl als Denkzettelwahl auch gegen die da in Berlin nutzen kann. Ja, natürlich, es ist Ihr gutes Recht, so zu denken. Aber darf ich Ihnen aus meiner Sicht eine Antwort geben? Diese Wahl wird ziemlich endgültig sein am 1. September. Da gibt es keine Stichwahl zwei Wochen später, sondern es gibt diesen einen Wahltag und keinen zweiten. Und dann ist für 5 Jahre das Schicksal dieses Bundeslandes entschieden. Und ich möchte nicht erst in 10 Jahren, sondern gerne früher wieder hier sein und zu Ihnen kommen. Bei dem größten Aschermittwoch jenseits nördlich des Mains, der Sie sind, meine Damen und Herren. Aber ich möchte in ein Bundesland kommen. Ich möchte in ein Bundesland kommen, das von einem anständigen, aufrichtigen Demokraten geführt wird und das nicht europaweit, vielleicht weltweit Berühmtheit erlangt, weil hier plötzlich Nationalismus, Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit in einer Person plötzlich die Politik eines ganzen Bundeslandes dominieren. Das wollen wir nicht, das werden wir nicht zulassen. Und ich bitte Sie alle herzlich, daran mitzuwirken, dass dies nicht eintritt. Es wäre eine Schande für Thüringen, aber es wäre vor allem eine Schande für Deutschland, wenn so etwas eintreten würde. Ich habe die Landtagswahlen der letzten 2 Jahre angesprochen und die Landtagswahlen, die in diesem Jahr stattfinden. Aber es findet ja auch noch mehr statt als Landtagswahlen. Es gibt Kommunalwahlen in 8 Bundesländern am Tag der Europawahl und 2 Wochen vorher hier bei Ihnen in Thüringen. Es gibt die Europawahl selbst und deswegen bin ich froh, dass Marion Walzmann heute Abend hier ist. Liebe Marion, es geht auch um die Zukunft Europas. Auch das ist eine Wahl, von der wir wissen. Ich weiß es selbst, ich bin 1989 selbst in das Europäische Parlament gewählt worden. Und auch damals gab es schon eine rechtsnationale, rechtskonservative, rechtsradikale Partei, die nannten sich damals die Republikaner, die mit mir zusammen in das Europäische Parlament kam. 7,1%, Franz Schönhuber, jetzt red I, hieß die Sendung im Bayerischen Rundfunk, die es bis heute gibt. Aber meine Damen und Herren, 2 Jahre später, mit den Wahlen nach der deutschen Einheit, war dieser Spuk wieder vorbei. Und deswegen möchte ich Sie herzlich aufrufen, auch den 9. Juni als ein wichtiges Wahldatum in Ihren Kalender zu schreiben. Auch hier geht es um Mehrheiten im Europäischen Parlament. Hier geht es um Entscheidungen eines Parlaments, das in den letzten Jahren noch zusätzlich an Gewicht und Bedeutung gewonnen hat. Sage bitte niemand mehr, das sei ein Parlament, das nichts zu sagen hat. Die Wahrheit ist eine ganz andere.
Es gibt kein zweites Parlament in ganz Europa, das für die einzelnen Abgeordneten und für die einzelnen Fraktionen so machtvoll ist, wenn es um die europäischen Kompetenzen geht, wie dieses Europäische Parlament. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch bei diesen Europawahlen, die EVP, die Europäische Volkspartei, deren Familie wir angehören, wir die Christdemokraten, dass diese Europäische Volkspartei dann auch wieder die stärkste Fraktion im Europäischen Parlament wird, damit wir Dinge beeinflussen können, damit vor allen Dingen nicht die deutschen Grünen wieder so stark werden, wie sie beim letzten Mal geworden sind. Meine Damen und Herren, diese Europawahl wird über die nächsten 5 Jahre Schicksal der Europäischen Union entscheiden. Und zu diesem Schicksal gehört, dass wir heute vor Herausforderungen stehen, die wir vor Jahr und Tag nicht für möglich gehalten haben. Ich habe den 7. Oktober 2023 angesprochen. Ich könnte den 11. September 2001 nennen, den Tag der großen Terroranschläge in Washington und New York. Aber ich muss auch den 24. Februar 2022 nennen, den Tag, an dem Russland die Ukraine überfallen hat. Sie können diese 3 Daten in eine Reihe stellen. 11. September 2001, 24. Februar 2022 und 7. Oktober 2023, das sind alles 3 Daten, die auch uns unmittelbar betreffen, die unsere Freiheit betreffen, die das Modell in Frage stellen, mit dem wir jetzt seit 75 Jahren im Westen und fast 35 Jahre im Osten wir gemeinsam leben. Täuschen wir uns nicht, wir stehen in den nächsten Jahren vor ganz grundsätzlichen politischen Fragen. Da geht es nicht mehr nur um die kleinen politischen Stellschrauben, da geht es um die großen politischen Fragen der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Ich habe ja nichts dagegen, wenn uns zum Beispiel die Grünen ständig mit der Frage konfrontieren, wie wir denn leben, wie wir denn essen, wie wir denn Auto fahren und, wie wir denn das alles machen wollen, ist ja in Ordnung. Aber können wir vielleicht auch mal die Frage stellen, wovon wir eigentlich leben wollen? Hat irgendeiner von den Sozialdemokraten oder gar den Grünen eine Idee davon, wie der Wirtschaftsstandort Deutschland sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll? Haben die schon mal das Wort Mittelstand gehört? Haben die eine Ahnung davon, wie in den Betrieben heute gearbeitet wird, unter welchen Belastungen diese Betriebe stehen? Kennen die die Lebenswirklichkeit in vielen Betrieben? Ja, dass viele von denen keine vernünftige Berufsausbildung haben, ist das eine. Ja, es ist ja wahr, wir reden ja auch über Fachkräftemangel. Aber meine Damen und Herren, den größten Fachkräftemangel der Bundesrepublik Deutschland haben wir auf der Deutschen Regierungsbank. Da ist der allergrößte Fachkräftemangel. Ich sage Ihnen etwas, was vermutlich nicht allen sofort gefallen wird. Aber wenn wir das erhalten wollen, was wir heute haben und was uns heute hier in Apolda zusammenbringt zu einem Aschermittwoch am 14. Februar 2024, wenn wir das erhalten wollen, unsere Freiheit, den Frieden, den Wohlstand, die Sozialpolitik, alles was dazugehört, dann wird das nicht mit weniger Anstrengung und mit weniger Arbeit gehen. Wir werden uns in den nächsten Jahren wieder etwas mehr anstrengen müssen, dass vieles so bleibt, wie wir es in den letzten Jahren und Jahrzehnten dankenswerterweise erreicht und kennengelernt haben. Nicht mit weniger Arbeit, sondern nur mit mehr Arbeit und mit mehr Anstrengung wird es möglich sein, das zu erhalten. Und es gibt für mich 2 große Themen, um die es in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, gehen wird. Das eine große Thema, und das steht über allem, ist die Bewahrung unserer Freiheit. Nicht des Friedens zuerst. Frieden gibt es auf jedem Friedhof.
Freiheit, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ist das Entscheidende, was unsere Gesellschaft ausmacht. Die Freiheit, dass wir heute Abend hier zusammenkommen, ohne irgendjemanden fragen zu müssen. Die Freiheit, hier zu sein, ohne dass da draußen irgendwelche Volkspolizisten stehen, die das beobachten. Die Freiheit, hier zu sein und offen zu sprechen und offen zu kritisieren. Ich kritisiere die und die kritisieren mich und keiner geht dafür ins Gefängnis. Das ist unsere Freiheit. Und die wollen wir und die müssen wir uns erhalten. Und diese Freiheit hat zwei Teile. Eine Freiheit nach außen, aber auch eine Freiheit nach innen. Sprechen und sagen zu dürfen, was man denkt. Auch ganz abwegige Dinge zu sagen, soweit sie nicht beleidigend und herabsetzend sind. Auch das gehört zu einer Demokratie dazu. Sonst würden wir das doch in Berlin, im Deutschen Bundestag, manchmal überhaupt nicht aushalten, was da alles geredet wird, wenn wir das nicht akzeptieren würden. Das gehört dazu. Aber meine Damen und Herren, das heißt nicht, dass wir die Grundwerte unserer Gesellschaft in Frage stellen dürfen. Zu diesen Grundwerten gehört gegenseitiger Respekt, gehört die Demokratie, gehört auch die marktwirtschaftliche Ordnung, eine offene Wirtschaft, gehört ein funktionsfähiger Sozialstaat und gehört auch Toleranz und Respekt vor denjenigen, die vielleicht erst später nach Deutschland gekommen sind und hier auf Dauer leben wollen. Auch das unterscheidet uns übrigens ganz fundamental von der AfD. Ich sage es Ihnen mal mit einem ganz einfachen Satz. Wir wollen ein Land, in dem es eine Politik gibt, die zu den Menschen passt. Die AfD möchte ein Land, in dem es nur Menschen gibt, die zu ihrer Politik passen. Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen denen und uns. Und natürlich verändert sich das Land. Natürlich sind wir nicht mehr in den 50er, 60er, 70er Jahren. Natürlich wird manches auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten anders werden. Aber darf man damit denn nicht auch den Anspruch verbinden, dass das, was sich bewährt hat, das, was gut ist, das, was richtig ist, das, was an Bindungen da ist, was an Gemeinschaft da ist, bis hin zur Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, dass das alles in vollem Umfang erhalten bleibt? Ja, wenn Sie so wollen, da sind wir im allerbesten Sinne des Wortes konservativ. Steht übrigens auch wieder in unserem Grundsatzprogramm. Wir schreiben das Wort wieder. Konservativ, sozial und liberal. Das ist die CDU, meine Damen und Herren. Und konservativ zu sein heißt, wir halten fest an dem, was sich bewährt hat und stülpen nicht alles einfach nur über den Haufen, weil wir plötzlich grün oder rot geworden sind. Wir wollen das, was sich bewährt hat in unserem Land, erhalten. Und deswegen sind wir im besten Sinne des Wortes auch konservativ. Ja, das sind wir. Franz Josef Strauß hat einmal gesagt, konservativ zu sein heißt, immer an der Spitze des Fortschritts zu stehen. Auch das ist richtig. Es gibt Veränderung, es gibt Fortschritt. Und natürlich setzt sich auch unser Land anders zusammen. Die Bevölkerung verändert sich. Es kommen Menschen zu uns. Wir wollen, dass Menschen zu uns kommen, die hier arbeiten und die hier leben. Aber in der Reihenfolge. Die hier arbeiten und die hier leben. Und nicht andersrum. Und deswegen hat Mario Vogt völlig zu Recht darauf hingewiesen, diese Einwanderungspolitik der gegenwärtigen Bundesregierung ist eine Katastrophe für unser Land. Nicht nur wegen der Überforderungen, Frau Landrätin, der Städte und Gemeinden und der Landkreise. Das ist für sich genommen ein Problem. Nein, aber hier verändert sich doch etwas im Miteinander der Gesellschaft. Hier werden doch grundlegende Formen des Zusammenlebens nicht mehr möglich, weil hier plötzlich Dinge geschehen, die in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland nicht geschehen sollten. Es ist eben nicht so, dass alle diejenigen kommen, hier integrationsfähig und integrationsbereit sind. Viele wollen es überhaupt nicht. Sie wollen nicht, dass sie in dieses Land integriert werden, sondern sie wollen zum Teil sogar aus religiösen Gründen ein anderes Land. Und da sind wir auch wieder konservativ und sagen, nein, mit uns ist das nicht zu machen. Wir wollen nicht, dass hier andere Gesetze herrschen als diejenigen, die wir in den Parlamenten beschlossen haben.
Und deswegen ist auch das Staatsbürgerschaftsrecht dieser Koalition ein schwerer Fehler. Die Einbürgerung in die Bundesrepublik Deutschland jetzt schon nach 3 Jahren, spätestens nach 5 Jahren zu ermöglichen, ist ein schwerer strategischer Fehler für die Innenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Und ich verspreche Ihnen, wir werden das rückgängig machen, sobald wir in der Regierungsverantwortung stehen. Wir brauchen Einwanderung. Wir brauchen Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Aber wir brauchen keine zusätzliche Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme. Vor allen Dingen nicht in soziale Sicherungssysteme, die mittlerweile so gut ausgebaut sind, dass nicht nur die Einwanderer, sondern auch die, die hier sind, sich relativ schnell ausrechnen können, dass es besser ist, Bürgergeld zu beziehen, als arbeiten zu gehen. Ja, da lacht die ganze Welt über Deutschland, was wir da machen mit diesem Schwachsinn, der sich Bürgergeld nennt. Auch das werden wir korrigieren. Und wir werden, meine Damen und Herren, auch dieses Heizungsgesetz wieder grundlegend korrigieren. Das wird nicht so bleiben. Das wird nicht so bleiben. Weil diese 3 Gesetze, und Sie können eine ganze Reihe von weiteren dazu nehmen, tragen eine Handschrift, einen Grundgedanken. Die tragen den Grundgedanken, dass hier ein Staat von morgens bis abends darüber nachdenken muss und Entscheidungen treffen muss, wie er die Menschen bevormundet, wie er sie gängelt, wie er ihren Lebensalltag bestimmt, in die Betriebe runter, in die Familien runter, in das Privatleben. Ein übergriffiger Staat. Und das werden wir korrigieren, weil wir ein anderes Staatsverständnis haben. Hier geht es nicht um eine kleine Korrektur irgendwelcher Details, sondern hier geht es um ein ganz grundsätzliches Staatsverständnis. Nun höre ich ja aus der Koalition, dass es da ähnliche Unterschiede im Staatsverständnis gibt. Der Generalsekretär der SPD hat in einem Anflug von Erkenntnis einmal zugegeben, dass die Koalition aus SPD und Grünen auf der einen Seite mit der FDP auf der anderen Seite ein ganz unterschiedliches Staatsverständnis prägen würde. Ja, das ist so. Dann stelle ich mir nur die Frage, wenn das so ist, warum macht die FDP das eigentlich bis zum heutigen Tag alles mit? Warum bleiben die eigentlich da drin? Also damit Sie mich nicht falsch verstehen, ich arbeite wirklich gern im Team. Und die, die mich kennen, wissen, dass das so ist. Aber wir brauchen in Deutschland nicht 2 Oppositionsführer. Einen in der Regierung und einen im Parlament. Das brauchen wir nicht. Das ist auch nach unserer Verfassung nicht so vorgesehen. Ich habe dem Christian Lindner gesagt, auf gute Zusammenarbeit. Aber das funktioniert doch hinten und vorne nicht. Also die FDP wird sich entscheiden müssen. Bleibt sie drin, ist sie beim nächsten Mal draußen. Geht sie raus, hat sie eine kleine Chance zu überleben. Ich wollte in deren Haut nicht stecken. Im 2. Stock, in einem lichterloh brennenden Haus, den sicheren Tod vor Augen, mit der Frage konfrontiert, soll ich rausspringen, auf die Gefahr hin sofort tot oder drinbleiben, auf die Gefahr hin erst später tot. FDP, Liberalität, entscheidet euch. Aber einen Tod werdet ihr sterben müssen, wenn ihr so weitermacht wie gegenwärtig. Dann ist es vorbei mit dem Liberalismus dieser Partei. Und nun fragen mich ja bis in die jüngsten Tage hinein viele, ja, wenn ihr Heizungsgesetz ändern wollt, abschaffen wollt, wenn ihr das Staatsbürgerschaftsrecht wieder ändern wollt, wenn ihr das Einwanderungsrecht ändern wollt, wenn ihr den Zuzug begrenzen wollt, mit wem denn? Ja, meine Damen und Herren, da will ich Ihnen eine Antwort geben. Die Antwort ist relativ einfach. Wir müssen bei der nächsten Bundestagswahl so stark werden, dass gegen uns oder ohne uns gar nicht erst regiert werden kann. Und dann sage ich Ihnen für diesen Fall etwas voraus. Dann sage ich Ihnen für diesen Fall etwas voraus. Dann bleiben vielleicht
drei Optionen, wenn die FDP noch dabei wäre, wäre es mir die liebste. Wenn die FDP nicht mehr dabei ist, bleiben vielleicht zwei Optionen. Mit Sozialdemokraten und mit Grünen. Ja. Beides keine schönen Aussichten. Und ich habe ja nicht ohne Grund für die Bundespolitik vor einem Jahr mal gesagt, diese grüne Partei ist jetzt für uns der Hauptgegner innerhalb des Verfassungsspektrums unserer politischen Parteien. Und völlig klar muss doch sein, dass angesichts dieser Lage, in der wir uns befinden, die demokratischen Parteien der breiten politischen Mitte, zu denen wir natürlich zählen, die FDP soweit vorhanden noch zählt, die Sozialdemokraten zählen und auch die Grünen zählen, dass wir in diesem breiten Spektrum der politischen Mitte miteinander kooperationsfähig und möglicherweise auch koalitionsfähig bleiben müssen. Schütteln einige den Kopf. Ich will Ihnen meine Antwort sagen. Wir werden einen Teufel tun, uns alle Optionen zu verschließen und damit jeden Handlungsspielraum zu nehmen. Schauen Sie mal auf das benachbarte Bundesland Hessen. Da ist genau das eingetreten, was ich für die Bundestagswahl 2025 auch mindestens erreichen möchte. CDU mit Abstand die stärkste politische Kraft. Zwei Möglichkeiten, in eine Koalition zu gehen. Mit SPD und mit Grünen. Und schauen Sie dann, was in Hessen geschehen ist. Boris Rhein hat sich entschieden, zusammen mit den Sozialdemokraten in eine Regierung zu gehen, nachdem er mit beiden verhandelt hat. Und nur damit, weil er zwei hatte, mit denen er verhandeln konnte, waren die Sozialdemokraten bereit, einen Koalitionsvertrag zu unterschreiben, der intern bei den Sozialdemokraten als Kapitulationsurkunde bezeichnet wurde. Ja, meine Damen und Herren, wir müssen so stark sein, dass wir darüber bestimmen, welche Koalition abgeschlossen wird und es nicht andere in der Hand haben, uns zu einer bestimmten Politik oder gar der Fortsetzung der gegenwärtigen Politik zu zwingen. Das muss doch die richtige Antwort sein. Und bis dahin werden wir uns natürlich mit den Sozialdemokraten und mit den Grünen und mit der FDP, soweit noch vorhanden, in der täglichen politischen Auseinandersetzung intensiv beschäftigen und auseinandersetzen. Und wir werden den Sozialdemokraten und den Grünen und der FDP, soweit noch vorhanden, jeden Tag sagen, dass wir ein ganz grundsätzlich anderes Verständnis haben von Wirtschaftspolitik, von Finanzpolitik, von Außenpolitik, von Sicherheitspolitik und vielen Themen, die uns im Augenblick innenpolitisch und außenpolitisch beschäftigen. Und deswegen lassen Sie mich nochmal zurückkommen auf meine beiden wichtigsten Themen. Das erste ist die Freiheit, nach innen und nach außen. Und dafür werden wir was tun müssen. Und wir werden nicht weniger, sondern mehr tun müssen. Und das zweite ist die Sicherung unseres Wohlstandes. Nicht in dem Sinne, dass wir alle morgen und übermorgen noch mehr konsumieren können als heute. Das wäre schön. Aber ich stelle Ihnen das ausdrücklich nicht in Aussicht. Die Sicherung unseres Wohlstandes ist die Vorbedingung dafür, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahren können. Die Sicherung unseres Wohlstandes ist die Vorbedingung dafür, dass wir die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfähig erhalten können. Und die Sicherung unseres Wohlstandes, meine Damen und Herren, ist die Vorbedingung dafür, dass wir überhaupt den Klimawandel und die damit einhergehende Transformation unserer Volkswirtschaft finanzieren können. Es nützt uns doch überhaupt nichts, wenn der Klimawandel mit einer weitgehenden Deindustrialisierung unseres Landes einhergeht, wir am Ende zwar klimaneutral, aber pleite sind, weil wir kein Unternehmen mehr haben, das in Deutschland noch produzieren kann. Das nützt uns doch überhaupt nichts. Und deswegen ist auch unsere klare Antwort an die Koalition: Ja, selbstverständlich sind wir bereit, wenn das Angebot ernst gemeint ist, auch mit der Koalition gemeinsame Wege zu suchen. Alexander Dobrindt und ich haben dem Bundeskanzler in der letzten Woche einen Brief geschrieben mit 12 Vorschlägen, was wir jetzt tun müssten, damit es mit unserer Volkswirtschaft wieder aufwärts geht. Ja, es hat natürlich internationale Gründe. Und natürlich gibt es
Bedingungen, die wir nicht allein in der Hand haben. Aber andere Länder haben Wachstum und Deutschland schrumpft. Übrigens, wer sich ein bisschen in der jüngeren Geschichte unseres Landes auskennt, es gibt zurzeit erst zum zweiten Mal zwei Jahre in Folge, in denen unsere Volkswirtschaft schrumpft. Das erste Mal war 2002, 2003 und das zweite Mal ist jetzt, 2023, 2024. Keine Überraschung, dass zu beiden Zeitpunkten sozialdemokratische Kanzler im Kanzleramt gesessen haben. Nur der eine, Gerhard Schröder, hatte den Mut, eine Agenda 2010 auf den Weg zu bringen und hat mit dieser Agenda 2010 auch sein persönliches politisches Schicksal verbunden. Der Mann hatte wirklich Mut. Und wenn wir heute aus der Rückschau einmal hinschauen, da war nicht alles gut und richtig, aber die Richtung stimmte. Und die Folge war, dass wir ein Jobwunder hatten, dass wir die Finanzkrise als eines der besten Länder in ganz Europa überstanden haben und dass wir jahrelang von dieser Agenda 2010 in Deutschland profitiert haben mit Wachstum und Beschäftigung. Das war das Ergebnis. Der Preis dafür, ein tiefes Trauma der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, die sich davon bis zum heutigen Tag nicht erholt hat. Aber ich stelle einmal die Frage, rechtfertigt Traumabewältigung einer sozialdemokratischen Partei in Deutschland eigentlich, dass sie heute die Hände in den Schoß legt, die Zeichen der Zeit nicht erkennt und nicht jetzt zu einer Agenda 2040 Deutschland auf den Weg bringt? Meine Damen und Herren, wir brauchen jetzt eine Agenda 2040. Für die nächsten 2,5 Jahrzehnte muss dieses Land fit gemacht werden für den internationalen Wettbewerb. Und es möge keiner in 2, 3 oder 4 Jahren sagen, das hätte er alles nicht gewusst. Wir erleben zurzeit im dritten Jahr in Folge einen massiven Kapitalabfluss aus Deutschland. Es hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch kein Jahr gegeben, geschweige denn 3 in Folge, in denen unsere Volkswirtschaft so viel Investitionskapital verloren hat wie in der gegenwärtigen Zeit. Das muss gestoppt werden. Wir brauchen wieder Investitionen. Wir brauchen mutige Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir brauchen leistungsfähige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und genau deshalb schlagen wir vor, dass ältere Menschen, wenn sie arbeiten können und arbeiten wollen, 2.000 Euro steuerfrei zusätzlich verdienen können, wenn sie in den Betrieben bleiben, in denen sie vorher gearbeitet haben. Deswegen schlagen wir vor, dass diejenigen, die Vollzeit beschäftigt sind, Überstunden steuerfrei gestellt bekommen. Ja, meine Damen und Herren, warum machen wir das? Das machen wir doch nicht, um irgendjemandem einen persönlichen Gefallen zu tun. Da steckt doch eine Grundidee dahinter. Und diese Grundidee lautet, diejenigen, die fleißig sind, diejenigen, die sich anstrengen, diejenigen, die bereit sind, mal etwas mehr zu tun als jemand anders, die müssen von diesem Staat das Signal bekommen, ja, wir wollen das, dass ihr fleißiger seid und dass ihr mehr tut und nicht bestraft werden dafür, dass sie vielleicht sich mehr anstrengen als die anderen. Und deswegen werden wir auch dieses unsägliche Bürgergeld in dieser Form wieder abschaffen. Was ist dieses Bürgergeld denn für eine Nachricht? Das ist doch die Nachricht an diejenigen, die da nicht arbeiten wollen, dass sie auch damit ganz gut über die Runden kommen. Und manch einer kann sich ausrechnen, ich komme mit Bürgergeld besser über die Runden, als wenn ich normal beschäftigt bleibe. Was ist das denn für eine Botschaft? Das ist kein Vorwurf an die Betroffenen. Nein, meine Damen und Herren, die Betroffenen können rechnen. Das ist ein Vorwurf an die Regierung, die es nicht begreift, dass man so eine Volkswirtschaft nicht führen kann. Da liegt der Vorwurf. Dieses Bürgergeld, ich habe es den Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag gesagt, fanden das alle nicht besonders lustig, aber ich wiederhole es genau aus diesem Grund. Dieses Bürgergeld ist subventionierte Arbeitslosigkeit. Damit Sie mich hier an dieser Stelle nicht falsch verstehen. Es hat jeder in Deutschland das Recht zu arbeiten und genauso hat jeder das Recht in Deutschland nicht zu arbeiten.
Wer sich für sein Leben entschlossen hat, nicht zu arbeiten, der darf das tun. Ist übrigens Ausdruck unseres freiheitlichen Rechtsstaats. Er ist völlig frei. Der kann sagen, ich höre morgen auf. Aber der kann nicht sagen, ich gehe übermorgen zum Amt und erwarte, dass die Gemeinschaft der Versicherten mich von diesem Tag an dann auch in meinem Lebensunterhalt unterstützt und finanziert. Diese Erwartung darf er damit nicht haben. Ich plädiere im Übrigen dafür, dass wir wieder etwas stärker unterscheiden zwischen beitragsfinanzierten Lohnersatzleistungen wie dem Arbeitslosengeld, dass diejenigen bekommen, die verschuldet oder unverschuldet arbeitslos werden. Ich bin sogar der Meinung, dass man das erhöhen könnte, damit in den ersten 3 Monaten der Arbeitslosigkeit die Menschen eine gewisse Sicherheit haben, sich auch sicher um einen neuen Arbeitsplatz kümmern können und nicht ihren Lebensstandard einbüßen mit dem ersten Tag der Arbeitslosigkeit. Ich bin dann aber der gleichen Meinung, dass wir unterscheiden müssen zwischen beitragsfinanzierten Lohnersatzleistungen und steuerfinanzierten Sozialleistungen. Steuerfinanzierte Sozialleistungen zahlen alle, zahlen diejenigen, die Steuern zahlen, und die haben einen Anspruch darauf, dass der Staat mit diesem Geld sorgfältigst umgeht. So, und deswegen werden wir das ändern. Und genauso werden wir das ändern, wie diese sogenannte Transformation funktioniert. Meine Damen und Herren, in einem großen Umfang Geld einzunehmen und es dann wieder nach politischem Gutdünken zu verteilen, so wie Robert Habeck das macht, ist keine Wirtschaftspolitik, sondern das ist groß angelegte Subvention mit der Gießkanne aus öffentlichen Kassen, in die vorher alle diejenigen einzahlen mussten, die es eigentlich gar nicht wollten. So, und auch das müssen wir jetzt wieder grundlegend ändern. Also wir haben eine ganze Menge zu tun. Und insbesondere für den Arbeitsmarkt gilt, dieser Arbeitsmarkt muss wieder in Ordnung gebracht werden, damit diejenigen, die arbeiten können, auch einen guten Anreiz haben, wieder zu arbeiten. Ich gebe Ihnen dazu mal eine ganz einfache Zahl. Wir haben im Jahr 2023 im Durchschnitt 2,6 Millionen Arbeitslose in Deutschland gehabt. Das ist eine ziemlich hohe Zahl. Wir hatten zum selben Zeitpunkt 760.000 offene Stellen. Ich stelle mal die Frage, was ist eigentlich in unserem Arbeitsmarkt los, wenn aus 2,6 Millionen Arbeitslosen 760.000 offene Stellen nicht besetzt werden können? Da stimmt doch in unserem Arbeitsmarkt irgendetwas nicht mehr. Und dann in großem Umfang Einwanderung in den Arbeitsmarkt zu propagieren, meine Damen und Herren, ist das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt. Wir müssen erst dafür sorgen, dass diejenigen, die arbeitslos sind, eine faire und anständige Chance bekommen, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Wir werden sie allerdings auch dazu veranlassen müssen, das aus eigenen ökonomischen Gründen auch zu tun. Und das wird die zentrale Änderung in der Arbeitsmarktpolitik unseres Landes sein. Und dann, wenn wir diese Beschäftigung wieder haben, wenn wir dieses Wachstum wieder haben, wenn wir die Chancen nutzen, und Mario Vogt hat ja eben auf Thüringen hingewiesen. Meine Damen und Herren, ich sage das nicht, weil ich heute bei Ihnen hier heute Abend bin, ich würde das an jedem anderen Platz in Deutschland genauso sagen. Thüringen ist eines der leistungsstärksten industriellen Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt wenige Länder, die eine so breite industrielle Basis mit großen Unternehmen, mittleren Unternehmen und vor allem sehr vielen, sehr erfolgreichen kleinen Unternehmen haben wie Thüringen. Es liegt nicht an diesen Unternehmerinnen und Unternehmern. Es liegt auch nicht an den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die da beschäftigt sind. Es liegt an den staatlichen Rahmenbedingungen, die einfach gegenwärtig nicht stimmen, dass diese Unternehmen ihre Kraft und ihre Leistung nicht hinreichend entfalten können. Und genau das müssen wir jetzt für Deutschland wieder erreichen. Und zu diesen Unternehmen, lassen Sie mich das abschließend sagen, gehört natürlich auch die Landwirtschaft. Ich habe auf dem Weg hierher die Nachricht bekommen, dass die Aschermittwoch-Veranstaltung der Grünen in Biberach abgesagt werden musste. Abgesagt werden musste, weil Landwirte da den Veranstaltungsort blockiert haben und die beiden vorgesehenen Redner nicht zum Zuge kamen. Nun weiß ich nicht, ob wir da viel verpasst haben. Aber die Tatsache, dass Landwirte Veranstaltungen blockieren, ist für sich genommen kein gutes Zeichen. Es gehört zur Freiheit der Rede und zur Freiheit der Demonstration, dass jeder frei sprechen und jeder frei demonstrieren darf.
Die Veranstaltungen politischer Parteien müssen stattfinden können. Aber ich muss auch an die Adresse der Grünen sagen, wenn ihr mit den Landwirten so umgeht, wie ihr das in den letzten Monaten gemacht habt, dann dürft ihr euch über den anhaltenden Protest der Landwirte nicht wundern. So geht man mit einer Berufsgruppe, die den Landwirten einfach nicht um. Nehmt das mit dem Agrardiesel zurück und dann werden die Proteste vom ersten auf den zweiten Tag aufhören. Sorgt dafür, wenn wir über Subventionskürzungen reden müssen, dass nicht eine Gruppe allein betroffen wird, sondern dass das für die gesamte Volkswirtschaft gilt, dass das für alle gilt, dass alle das Gefühl haben, einen Beitrag leisten zu müssen, auch zum Gelingen unseres Landes. Und auch das will ich Ihnen ganz offen und ehrlich sagen. Es wird nicht ohne Einschränkungen gehen. Aber das Volk muss das Gefühl haben, dass es anständig und fair gemacht wird. Und dass vor allen Dingen alle gleichmäßig dazu beitragen, je nach ihrem Vermögen und nach ihren Fähigkeiten. Das ist ausgewogene Politik und nicht auf dem Rücken einer Berufsgruppe, die Ihnen ohnehin reichlich fremd geblieben ist bis zum heutigen Tag, selbst wenn Sie den Landwirtschaftsminister stellen, meine Damen und Herren. So geht man mit dieser Gruppe in unserer Gesellschaft einfach nicht um. Und damit lassen Sie mich zum Abschluss kommen. Es liegt nicht ein Jahr vor uns, sondern es liegen zwei außergewöhnlich anspruchsvolle Jahre mit Wahlen vor uns in Deutschland und in Europa. Die CDU in Deutschland zusammen mit der CSU, wir sind gut darauf vorbereitet. Und da der Markus Söder das heute in Passau gesagt hat, will ich das gerne heute auch in Apolda gerne erwidern. Es hat in den letzten Jahrzehnten selten ein so gutes Miteinander gegeben zwischen CDU und CSU wie im Jahre 2023 und jetzt auch im Jahr 2024 bis weit in das Jahr 2025 und darüber hinaus. Ich habe das als eine meiner wichtigsten Aufgaben empfunden, den Streit, den wir 2021 miteinander hatten und der ein ganz wesentlicher Grund war für die Wahlniederlage im Jahr 2021, diesen Streit zu beenden. Und wir beide Parteivorsitzende, Markus Söder und ich, wir wissen, welche Verantwortung wir haben. Und diese Verantwortung geht über die Grenzen unserer eigenen Partei und über unsere gemeinsame Bundestagsfraktion ziemlich weit hinaus. Wir haben eine Verantwortung für dieses Land. Über 50 von gut 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland sind von der CDU und der CSU geführt worden. Die deutsche Einheit trägt unsere Handschrift, die von Wolfgang Schäuble, von Helmut Kohl, von Edmund Stoiber und vielen anderen, die daran mitgewirkt haben. Wir wissen um diese Verantwortung, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen machen wir uns jetzt hier gemeinsam auf den Weg in das Jahr 2024 hinein, dann in das Jahr 2025 hinein. Wir versprechen Ihnen nicht allzu viel. Wir wissen, dass es anstrengend wird, dass es herausfordernd wird. Aber wir wissen auch, dass wir ein Land sind, dass wir eine Bevölkerung haben, dass wir Menschen sehen in diesem Land, die bereit sind zu einem neuen Aufbruch, zu einer größeren Anstrengung. Und vor allem die Mehrheit der Menschen in diesem Land mit Sozialismus und Nationalismus nichts, aber auch gar nichts am Hut hat. Auch dann nicht, meine Damen und Herren, auch dann nicht, wenn Sozialismus und Nationalismus im feinen Chanel-Kleid daherkommen. Auch dann nicht. Nein, wir wollen die politische Mitte stark machen. Wir wollen dafür sorgen, dass die Union wieder die prägende politische Kraft dieses Landes wird. Wir beginnen damit hier in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg. Und wir setzen es im Jahr 2025 mit der Bundestagswahl fort. Ich bin heute Abend richtig gern zu Ihnen gekommen. Und Sie wissen, dass ich ganz viel persönliches Engagement, ja Herzblut habe. Für Thüringen, für Sachsen, für Brandenburg, für Mecklenburg-Vorpommern, für Sachsen-Anhalt. Für die, die halt später dazugekommen sind. Aber ich empfinde das auch als eine persönliche Verpflichtung und auch eine persönliche Bereicherung zugleich, dass ich heute Abend hier sein darf.
dass Sie so lange zugehört haben und dass Sie jedenfalls in Ihrer ganz großen Mehrheit bereit sind, diesen Weg mit uns zu gehen. Und diejenigen, die immer noch vielleicht zweifeln, denken Sie ganz ernsthaft darüber nach. Es geht nicht um nur irgendeine beliebige Landtagswahl, Kommunalwahl, Europawahl oder dann Bundestagswahl. Die Welt um uns drumherum ist so in Unordnung. Und ich habe noch gar nicht über China gesprochen, ich habe nicht über Trump gesprochen, ich habe über viele andere Dinge aus Zeitgründen gar nicht gesprochen. Die Welt um uns drumherum ist so in Unordnung. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass Deutschland wieder in Ordnung kommt, dass dieses wieder ein stabiles, starkes Land in der europäischen Mitte wird und dass aus diesem Land heraus auch wieder Impulse für Wachstum, Beschäftigung, Freiheit, Frieden auf der Welt gehen. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Geschichte als christlich-demokratische Union und dieser Aufgabe, der stellen wir uns gemeinsam. Herzlichen Dank.